Bayreuth. Da denkt man als erstes, na klar, an Wagner, ans Festspielhaus. Die richtigen Festspiele finden im Moment aber hier statt, die Oberfrankenhölle, Heimat von Medi Bayreuth. Was mir auch schon aufgefallen ist, als ich hier als Gast immer gespielt habe, auswärts, dass es in der Halle immer eine besondere Stimmung gibt, dass die Halle zwar zu den wahrscheinlich kleineren gehört in der Liga, aber immer extrem emotional dabei ist und es eigentlich immer schwere Auswärtsspiele waren damals und dass uns jetzt im Moment die Stimmung halt pusht. Und sie sind die Gesichter dieses Teams. Bastian Doret und Andreas Seifert, Nationalspieler, Führungsspieler und gute Kumpels. Hier können wir uns, denke ich, gut entfalten und auch in unserem etwas fortgeschrittenen Alter, dass wir das langsam erreichen, auch jüngere Spieler ein bisschen mitziehen. Und ich denke, dass das auch zu uns passt, zu unserer Persönlichkeit passt, dass wir hier so ein Bindeglied auch zwischen Fans und Mannschaft darstellen, das, denke ich, in einem Standort wie Bayreuth sehr wichtig ist. Die Franken, das Überraschungsteam der Saison. 8 Siege in Folge, bislang nur eine Niederlage. Da wirbeln welche die Liga auf. Tagtäglich arbeiten wir, um besser zu werden. Und wir haben uns in so einen gewissen Flow hineingespielt, wo halt im Moment auch Dinge klappen, die vielleicht von vornherein nicht so abzusehen waren. Bayreuth macht Spaß und Bayreuth hat Spaß. Trotz neuem Trainer und vielen neuen Spielern zeigen sie sich als eingeschworene Gemeinschaft. Die Chemie stimmt. Ja, es ist sehr besonders hier für uns. Wir sind einfach ohne Ego, glaube ich. Wir sind alle jung und hungrig und arbeiten sehr gut zusammen. Nate Linhardt, Neuzugang, 2,1 Meter groß, athletisch, wurfstark und mit ganz viel Erfahrung. Eine echte Verstärkung. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal ein Euroleague-Spieler nach Bayreuth gewechselt ist. Seine linke Klebe ist berüchtigt, denke ich mal. Keiner beherrscht den Fingerroll mit der linken Hand so wie Nate. Ist ein hervorragender Verteidiger. Rebounded sensationell, also einfach ein sehr, sehr starker Allround-Spieler. Doret, Linhardt, Seifert, ein Trio, das Hoffnungen schürt. Vielleicht gelingt ja der Sprung zu Bamberg, Bayern, Berlin in den elitären Kreis der großen Bs. Natürlich arbeiten wir daran, dass wir weiterhin erfolgreich spielen und noch die Serie so weit ausbauen können wie möglich. Aber um in diesen Kreis quasi mit aufgenommen zu werden, sage ich, da fehlt uns schon noch ein bisschen. Wir haben vor keiner Mannschaft Angst und ich denke, der Respekt, den die anderen Mannschaften uns gegenüber jetzt aufbringen, ist schön zu sehen, aber wir haben auch keine Angst vor den zwei Großen vor uns. Die Reifeprüfungen gegen Bamberg und Bayern folgen zwar noch, Fakt aber ist, eines der heißesten und schnellsten Teams der Liga hat das eine große Ziel vor Augen. Sicherlich ist unser Ziel, Playoffs zu spielen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das erreichen werden. Natürlich hoffen wir, dass wir Playoffs schaffen und make some noise when we're there. Make some noise. Ein bisschen Lärm machen wollen sie in der Oberfrankenhölle. Ganz anders, als sie es sonst so in Bayreuth kennen.